Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke zunächst mal für Ihr Interesse an unserem Produkt und für die Gelegenheit, das Produkt hier vorzustellen, die Universalrechnung Alova. Ich verzichte ja auf die Vorstellung unserer Firma, vielleicht nur so viel. Uns gibt es nächstes Jahr 30 Jahre und der Praktiker, der kennt uns. Die Idee zur Halterung ist entstanden aus mehrfachen Kundenwünschen, die zu einem bestimmten Rechner einen Halter gesucht haben, um diesen im geodätischen Bereich sinnvoll einsetzen zu können. Wir haben zwar in unserem Portfolio sehr viele spezielle Rechnerhalterungen, aber immer wieder kommen Kunden, die haben halt einen anderen Rechner und die können ihren Rechner nicht sinnvoll einsetzen. Mit der Halterung Alova sind wir in der Lage, für beinahe jeden handelsüblichen mobilen Computer vermessungstechnische Anwendungen zu ermöglichen. Details möchte ich Ihnen gern in einem kurzen Film näher bringen. Unsere neue Universalhalterung Alova gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Rechner in allen Einsatzbereichen optimal bedienen zu können. Abenteuerliche Hilfskonstruktionen oder lahme Arme gehören damit der Vergangenheit an. Beinahe alle Typen von mobilen Rechnern wie Laptops, Netbooks, Touchpads oder Tablet-PCs können auf der Halterung verwendet werden. Wir bieten 4 verschiedene Halterungsgrößen an. Hiermit decken wir Gerätebreiten bis 420 mm ab. Durch Versetzen der Klemmhebel kann jede Rechnergröße zuverlässig auf der Halterung fixiert werden. So können auch verschiedene Rechnertypen mit einer einzigen Halterung genutzt werden. Die Klemmung des Rechners erfolgt auf Höhe der Tastaturebene. Durch einfaches Umpositionieren von Kunststoffhülsen können die Klemmhebel für jede Höhe zwischen 7 und 57 mm eingestellt werden. Durch die variable Positionsmöglichkeit der Klemmhebel bleiben alle wichtigen Schnittstellen bzw. Ein- und Ausgänge weiterhin frei zugänglich. Die Zentralplatte auf der Unterseite der Halterung bietet diverse Anschlussmöglichkeiten. Es können sowohl alle gängigen Fotostative als auch viele Spezialstative, zum Beispiel aus dem Bereich der Vermessung, genutzt werden. Zur optimalen Positionierung des Rechners bezüglich Ergonomie und Lichtverhältnissen sollte der Stativkopf eine stabile Kipp- und Drehmöglichkeit besitzen. Der Einsatz eines Metallkugelkopfes wird angeraten. Mit einem optional erhältlichen Tragegurt kann der Rechner auch vom Stativ abgekoppelt werden und dennoch sind die Hände frei zum Bedienen des Rechners. In diesen Fällen ist die Verwendung eines aus der Fotobranche bekannten Schnellwechselsystems angezeigt. Möchten Sie eine externe Maus nutzen, ist eine zusätzliche Halterung in der Größe eines Mauspads erhältlich. Sie lässt sich einfach an jede Halterung anschrauben. Mit der Halterung Alova erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres mobilen Rechners enorm. Egal, ob Sie die Halterung auf einem Stativ verwenden oder mit der Tragehalterung. Der Rechner sitzt sicher und stabil und ist ergonomisch optimal zu bedienen. Für den Vermessungseinsatz geeignete Rechner sind in der Regel stoß- und wetterfest, bei relativ geringem Gewicht. Ein dauerndes Halten in der Hand ist dennoch, speziell in der Vermessung, nicht praktikabel. Mit einer umfangreichen Zubehörpalette lassen sich gerade leichte Rechner über das ganze Spektrum der Geodäsie wirtschaftlich und ergonomisch verwenden. Zum Beispiel am GNSS oder Prismenstab. Hierbei ist Alova auch adaptierbar auf bereits vorhandene Systeme, zum Beispiel Seco oder RAM. Mit Haken und Stützgelenk ausgerüstet ist die Halterung am Instrumentenstativ einfach eingehängt, drehbar am Ringhalter oder auf dem Schreibtisch einsetzbar. Ein Leichtstativ in Verbindung mit einem Kugelkopf, der jede eingestellte Position hält, ohne eine zusätzliche Klemmschraube anziehen zu müssen, garantieren eine unübertroffene Bedienfreundlichkeit des Rechners. Mit verschiedenen Tragesystemen sind leichte Rechner in unwegsamem Gelände uneingeschränkt einsetzbar. Weitere Informationen zur Halterung Alova mit ausführlicher Beschreibung sämtlicher Anwendungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage unter www.bohnstengel.de. So, vielen Dank, das war's eigentlich schon. Ich habe Ihnen auch ein paar Minuten wieder reingeholt.